Hier überall das schöne Klischee radioaktiv grün Uranzeug. So. Ach, das war's schon. Das ist es schon gewesen mit dem Lüftungsschacht. Da geht's nirgendwo hoch. Okay, dann da runter. Erstmal da drauf springen. Kein Falldamage kriegen. Ne? Wir sind nicht so gut getucht. Okay. Nochmal Power. Und. Ja, jetzt sind wir hier. Uiuiui, die Aufnahme FPS sind ein bisschen am Schwanken. Jetzt meckert er gerade schon rum Storage. Okay, solange es hier. Ja, ich mach mal hin, ne? Ich will hier gar nicht so lang bleiben in dem Klischee radioaktiv grünen Raum. So, okay, das taucht nicht ein. Und da sind wir drüben. Als hätte ich mich unten noch mal umgucken können. Ha, sieht man von hier oben aus, ob es da irgendwas gibt. Der Leiter ist hier natürlich weg. Ne, ich glaube, da gibt es nichts mehr. Ist egal. Ich glaube, da kommt man vielleicht sogar noch mal hin. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Ach, da unten ist er. Huch! Da habe ich mich jetzt aber erschreckt. Exhaust Intake. Aha. Okay. Unten geht es nicht weiter, das heißt, wir müssen hier rüber. Da unten ist Health, die nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Ah ja, da ist es, da hatte ich es doch. Einigermaßen in Erinnerung, man kommt hier noch mal rüber. Jetzt können wir hier noch mal kurz absuchen, ob es hier irgendwas gibt, was wir vergessen haben. Sieht mir aber nicht danach aus. Nee, hier ist nichts. Ja. Da ist nichts zu holen. Gut, dann haben wir nichts verpasst. Ist gut, dass es hier noch so einen Durchgang gibt. Ist irgendwie unnötig, weil, naja, macht nicht so viel Sinn, aber okay. Falls man nochmal zurückschauen will, kann man das tun. Weißt du, ich finde es interessant jetzt so vom Level-Designing her. Ich meine, dass wir da nicht reinkommen, ist ja klar, aber von der Logik her, wie kommen die Leute da rein? Das ist einfach ein abgeschlossener Raum, ohne Tür, ohne alles. Ach nee, hier ist eine Tür. Ah, okay, ich habe nichts gesagt. Da ist die Tür, wo es logischerweise reingehen würde, aber. Aber jetzt hat. Ja. Gut.
erstmal in die giftige Brühe gesprungen. Oh, Ladedaten. Ladedaten ist immer so eine Sache, da speichern wir erstmal, ne, würde ich sagen. Okay, Kiste, war nichts drin. Oh, doch. Gucken wir aber mal hier. Nix drin. Maximale Frechheit, dass da nichts drin ist. Okay. Okay. Kein Falldamage bekommen, ist schon mal gut. Da unten ist irgendeine braune Brühe, ist schon mal nicht so gut. Ist schon mal nicht so geil. Hier drauf. Das sieht nicht gesund aus. Weg. Da. Nein, nimm die Leiter. Ah, hallo? Nimm die. Danke. An der Stelle frage ich mich immer, wie das eigentlich ist. Muss da wirklich eigentlich abartig sein. Ich meine, der Gordon, der taucht da drin rum und man kennt es ja von den Bildern. Er hat zwar diesen Schutzanzug an, aber sein Kopf ist ja trotzdem frei. Denke ich mir halt, ja, das muss jetzt halt richtig appetitlich sein, in der Dreckbrühe da zu schwimmen. Das ist ja. Achso, wir müssen wieder rein jetzt, ne? Wir sind jetzt. Sind wir jetzt hinter dem. Ja, wir sind hinter dem Häcksler jetzt. Wo muss ich denn hin? Okay. Da sind wir gerade hergekommen. Okay, da kommen wir durch. Ah, und hier ist die Frischwasserzuleitung oder was? Da können wir natürlich das hier mal sauber spülen. Okay. Wieder ein bisschen Medic verbraucht, weil ich ja in die Giftbrühe reinspringen musste. Aber das sieht doch jetzt halt hier schon mal ganz gut aus. Water Filtration. Ja, gut. Wasserfilterung nehme ich mal an, heißt es. Hier ist die Verbrennungsanlage. Cool, hier war ich aber auch noch nie. Entweder bin ich da immer vom Markt. Oh, jawohl, so. Oh, also, wenn wir schon hier sind. Power 90%. Power level is 100%.
Ja, ich bin auf 100%, Digga, geladen und in Sicherheit. So, also der Weg hier hat sich, also, ja, puh, da bin ich immer dran vorbeigeschwommen, offenbar, keine Ahnung. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, darauf erstmal einen Speicherstand, würde ich sagen. Ah, Revolver. So nicht, du. So nicht. So haben wir nicht gewettet, Kollege. So haben wir nicht gewettet. Granatas. In Granatas, Ferrodabandos, Melianos, Springing out of the fenster. Ne, keine Ahnung, was ich hier für eine Scheiße laber. Nur mal so als Tipp. Okay. Hätten wir doch hier auch durchgehen können. Guck mal, da geht's nach unten. Da ist schon wieder so eine Wildsau. Da muss ich erstmal eine Nate droppen, warte mal. Lauf weg, lauf weg, lauf weg. Okay, er hat maximalen Damage bekommen, die dumme Drecksau. Die dumme Drecksau. Gerade so schön auf 100%, ey. Da muss die Drecksau mich voll schnoddern. So, aber ich denke mal, hier geht's nicht weiter, oder? Ne, hier geht's nicht weiter. Geil, hier waren halt maximal zwei Gegner. Keine Items, kein Loot, nix. Ja. Gut, dann halt nicht, ne? Moment, was ist hier gewesen? Da können wir rumlaufen. Gibt's da irgendwas? Nee. Gut, nee. Nee. Da gibt es nix. Wir gehen wieder hoch. Das ist maximal unbelohnt da unten. Alles geschlossen hier. Hier ist der Schalter auf an. Was passiert, wenn man den Schalter auf aus macht? Ah, okay, dann hat das rotierende Ding da angehalten. Das heißt, das war jetzt noch essentiell wichtig, dass wir... dass wir weiterkommen. Da waren wir schon. Ja, jetzt ist das Ding hier aus. Jetzt können wir hier runter jumpen. Ohne dass uns das Ding auf die Fresse gibt. So. Warning, keep off. Ja, wenn schon dran steht Keep Off, dann soll man wahrscheinlich Keep On machen. Na, dann drücken wir hier gleich mal einen Schalter und eine ins Loch. Jetzt weiß ich auch, warum es geheißen hat Keep Off. Ist ja maximal lost hier. Ah! Moving Parts. Do not operate without...
Guards in place? Keine Ahnung. Jumpen. Umgucken. Licht an und aus. Anvisieren. Lage analysieren. Und ja. Mal gucken, wo es weitergeht. Hier schon mal nicht. Da ist schon mal so eine geile Sprengmine drin. Das finde ich schon mal gut. Also was, die räumen wir gleich mal aus dem Weg. So. Und dann gucken wir mal, wo die Tür hier hingeht. Okay, die Tür geht nirgendwo hin. Und da kommt man nicht rein, weil das Förderband zu schnell dagegen arbeitet. Na gut. Einfach direkt da runter jumpen. Ich weiß halt nicht. Ich kenne mich jetzt hier wirklich nicht so aus. Immer kontrollieren. Nicht einfach so in den Raum reinrennen. Okay, Knopf. Knopf macht Tür auf. Hebel macht das. Speichern. Lecker, lecker. Okay, ach so, ja, natürlich. Warum nicht einfach mal in Verbrennungsofen? Ja gut, 2 Damage Anzug, 1 Damage HP. Fairer Deal, würde ich sagen. Da liegt Revolvermunition. Da hinten liegt Energie. Oh, 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 oh. Nach unten und da hochklettern. Na scheiße. Ja egal, wir haben ja eh 2 Schuss, naja. 2 Schuss mehr oder weniger. Kommen wir hier runter unbeschadet? Okay. Frage ist, kommen wir jemals wieder nach da oben? In der Kiste ist eh nichts. Ich guck gar nicht erst rein. Wird eh nichts drin sein. Das war unser Weg nach oben. Warum springt er denn nicht? Ja, nee, ist mir jetzt auch zu blöd. Scheiß auf die 2 Schüsse, die uns da fehlen. Egal. Oh, da ist aber wieder so ein Radar da. So ein radender Radar da ist da.
Ich habe mich schon im Ladebildschirm gesehen, aber jetzt ist hier unten einfach nur Wasser. Na,